Hallo liebe Seelchen, willkommen zurück auf den hohen Mauern von Nilfringal. Bei The Last Faith. Süß. Ich bin jetzt hier rüber auf die andere Seite gekommen, gerade so. Tja, zu den anderen da hoch komme ich leider nicht, weil mir der Doppelsprung noch fehlt. Aber hier kann ich nochmal rein. Mal gucken, was hier ist. Ein anderer Raum. Oh shit. Werde eingeschlossen, das ist nicht gut. Hast du es eingeschlossen? Alter! Zu werden. Auch das noch. Zwei von denen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, diese. Das Ganze jetzt schon zu verbraten, aber ich mach's einfach mal. Hier, die fliegen. Oh Gott. Die Kotzis. Ja, einer weniger. Okay, das war's. Boah, hab ich gut gemacht. Es gibt Demi-Schattenerz, zwei Stück. What the fuck? Okay. Womit rüste ich mich denn noch so aus? Damit vielleicht? Ah, Frostbomben habe ich wieder. Die sind geil. Ja, ich denke mal, das passt soweit. Tja, da komme ich auch nicht hoch. Was mir so gerät, dass ich dafür halt eine Fähigkeit brauche. Immer noch. Aber ich habe es jetzt geschafft, eine Shortcut freizuschalten. Das finde ich super. Miau. Stop. Jetzt kann ich dann wieder einfach hier hoch. Dann hier weitermachen. Dann muss ich nicht nochmal hier runter. Okay, aber ich glaube, das mit den hohen Mauern, das nehmen wir uns für ein anderes Mal auf. Ich glaube, das ist nicht so richtig hier. Aber wir können nochmal hierhin zurückgehen. Und wieder nach oben. Es könnte vielleicht wirklich sein, dass die hohen Mauern von Mifingal das letzte Gebiet sind. Ich bin mir nicht sicher. Hier ging es auch noch irgendwie runter, aber ich glaube, das ist tot. Hier definitiv auch. Ziel was war, das habe ich nicht gesehen, bis wir halt letztes Mal unten waren. Aber ich würde nochmal gerne hier, wie gesagt, den Weg zurück wagen und dann hier runter. Bin gerade im Überlegen, ich habe 15.000 Seelen. Ich gehe nochmal zurück zum Herrenhaus und werde nochmal das ausgeben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Hier wieder. Au, 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 au. Gut. Ach du Scheiße, ich bin langsam. Noch mehr von euch. Au. Ah, komm schon. Ohne gefroren zu werden ist nicht gut. Das. Da bin ich gegen. Okay, zwei auf einen Streich. Perfekt. Ist genau in der Reichweite von meinem Schwert gewesen. Komm halt nicht an sie ran. Das ist so frech. Ich sollte mal die Pastillen gleich ausrüsten. Na komm runter, ich kann dich sonst nicht treffen. Und zwar sind die hier wichtig. Stromschlag, nee, hier Frost. Davon habe ich 10 Stück. Werde ich definitiv brauchen. Okay, ganz zurück muss ich. Ich habe mal auch 2 Punkte in Instinkt investiert, weil ich glaube, Instinkt ist diese Leiste, die ich hier habe, unter der Mana-Leiste. Beziehungsweise unter der Magie-Leiste, ne? Womit ich meine... Wo ich in den Rage-Mode abwandern kann. Sieht aus, als wäre ja auch ein versteckter Weg, aber nee, ist nicht. Was habe ich denn hier markiert? Wollte ich nicht. Ihr seid mir echt zuwider mit eurem komischen Messerangriffen. Die Gegner werden auch so oft recycelt. Das ist unfassbar.
oft ich die jetzt schon gesehen habe. Okay, ich muss runter, aber ich würde noch mal kurz einen Abstecher nach oben machen. Aber für die brauche ich weniger Schläge als für die anderen. Ne? Ihr seid... Der Eisriese da. Ich erinnere mich wieder. Rein, du. Okay, mittlerweile sind die nicht mehr so das Problem für mich. Und fangen wir an, ja, einfach noch die Hölle. Ah, guck mal, hier kann ich zum Beispiel hoch. Das hat ja vorher nicht geklappt. Ah. Er schießt. So, jetzt. Also sind die Flügel raus. Sehr gut. Was haben wir denn da? Edelweißpastillen. Eigentlich zur Tür, aber jetzt bin ich hier. Okay. Ich glaube, hier ist auch ein Weg, der führt mich weiter hier in diesem Bereich. Ich will trotzdem nochmal runter. Ja doch, mittlerweile sind die Gegner schon eher meine Kragenweite im Vergleich zu vorher. Also ich war vorher hier deutlich unterlevelt und deutlich nicht mit den Gegnern hier rumzuspaßen. Aber jetzt, jetzt geht's. Ja. Aber ich muss ja zugeben, ich hatte zur damaligen Zeit halt auch noch dieses Schwert nicht, ne? Und aufgepowert war es damals auch noch nicht. Ein Schuss und er ist tot. Schneehauze. Autsch. Fort. Ah, okay, guck mal hier, das können wir öffnen. Sehr geil. Was haben wir denn da? Ah, wieder so ein Ungeborenes. Ich weiß auch ganz... Ja, genau. Ich weiß auch ganz genau, wer das haben möchte. Komm her. Komm nicht an dich ran. Das ist so frech. Was soll ich denn da machen? Komm her. Put, put, put. Ja komm, jetzt stirb. Ach, hier bin ich. Ja, Y. Ah. Mondpulver, damit ich meine Waffe mit Eis verziehen kann. Okay, ein Ungeborenes. Das könnten wir dann der Lady geben, die ebenfalls im Herrenhaus ist. Die will die ja haben. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ey, vielleicht sogar eher eine Waffe. Aber okay. So, jetzt habe ich 11.000 Seelen. Passt das für mich? Will ich weiter? Ich glaube, ich gehe weiter. Vielleicht kommt ja noch ein weiterer Speicherpunkt irgendwo hier. So in einem riesigen Gebiet, weil einer ist hier unten. Der ist wahrscheinlich eher für diesen Bereich da, denke ich jetzt mal. Und der andere ist hier. Das sind wenige. Sonst habe ich immer voll den langen Weg, den ich dann zurücklegen muss. Fände ich halt nicht so cool. Die Spookies, ey. Na genau. Gucken mir ins Gesicht. Oh Gott. I. Erfroren. Nein. Ich muss mich heilen. Fuck. Jawohl. Mondpulver. Noch eine Heilung. Besser ist das. Dieser Raum sieht auch nicht so aus, als wäre da irgendwie... Na doch. Ich habe gedacht, da wird es noch hochgehen, aber nee. Hab mich vertan.
Wenn ich da jetzt einfach gegenlaufe, krieg ich dann halt S-Schaden. Genau. That's not good. Heilinjektion, jawohl, ja. Hm. War ich hier schon? So aus, ne? So. Ich bin jetzt... Alter, ich bin jetzt quasi auf der anderen Seite. Okay, hier bin ich. Hier unten ist auch noch eine Tür. Können wir auch nochmal gleich gucken, was da ist. Wenn man eine stärkere Waffe hat, macht das Spiel deutlich mehr Spaß, wenn die Gegner nicht so lange brauchen, bis sie tot sind. Das ist schon ein enormer Vorteil, ne? Dass sie nicht öffnen. Da kommt man von der anderen Seite wahrscheinlich dahin, aber ich weiß nicht. Hier könnte vielleicht eine Special-Tür sein, ich glaub's aber nicht. Vielleicht eher hier. Ich weiß es aber nicht. Weil hier ist... Dead End, hier ist nichts. Ich muss jetzt eh diesen Weg hier wieder zurück, hier so lang. Wobei, ich muss hoch. Hier ist wieder da zum Speicherpunkt. Hier runter. Ich könnte natürlich auch zurückgehen. Das würde auch funktionieren. Quasi hier so hoch. Und dann, hier zu dem Speicherpunkt. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, weil ich weiß nicht, was hier ist. Deswegen würde ich nochmal gerne gucken gehen. Ich komme aber, glaube ich, hier nicht hoch, ne? Wir sind nur Hunde. Jetzt habe ich schon wieder so diese Souls-Krankheit entwickelt und will jede Wand abtasten, da irgendwas ist. Ist aber nichts. Hier ist nichts. Und davon ganz schön viel. Natürlich trifft er mich. Und dann weicht er zurück. Der Hund. Nee, ich komme da nicht hoch, leider. Verdammt. Edelweißpastillen. Ja, dann mache ich es mir einfacher und laufe hierhin zurück, zu dem Speicherpunkt. Ich denke mal, das... Autschi. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Da unten geht's noch irgendwo runter, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas von Interesse ist, weil da war ich schon. Scheint leider nichts mehr zu sein. Ja, und hier unten, der Bereich ist auch geklärt. Nee. Dann gehe ich jetzt zurück zum Speicherpunkt. So. Und reisen dann in den unteren Bereich hier. Aber mal wieder 15.000. Glaube ich, gehe nochmal was ausgeben. Ich habe immer so ein bisschen Bange, mit so viel Seelen rumzulaufen, weil ich mir dann denke, ja, der nächste Schritt könnte mal letzter sein und dann, ja. Irgendwie die nicht ausgegeben zu haben und ärgere mich wieder. Weil die Aufstiege kosten mich jetzt noch nicht so viel. Also ja, es kostet schon viel. 7.000 ist nicht wenig, aber ich habe die jetzt auch wiederum so schnell zusammengekriegt, die 15.000, also deswegen. Ich gehe nochmal einen Punkt in Vitalität und ich gehe auf jeden Fall nochmal zwei Punkte in Stärke oder einen Punkt, ja. Weil die Waffe skaliert hat mit Stärke und somit mache ich natürlich auch mehr Schaden. Was natürlich auch dafür sorgt, dass die Gegner schneller kaputt gehen. Was natürlich auch gut ist für uns. So. Hier hinten. Mal gucken, ob ich jetzt hier durch diese Höhle weiterkomme, weil ich glaube, ich habe letztes Mal, ich konnte letztes Mal hier nicht, irgendwie nicht weiter, weil da ein riesiger Gap war oder irgendwas war. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr, weil diese Höhle mich abgefuckt hat. Ich weiß es noch, Alter. Die Äste des Grauens hier, ja, genau. Und schlittert hier. Das ist räudig. Freudig ist das. Aber guck mal hier. Zack. Durch den Boost auf Stärke.
da schon mal weniger Probleme. Edelweißpastillen. Und hier ist es besser, einfach runterzuspringen. Hier die Dinger triggern. Einfach langsam nach vorne. Perfekt. Machen wir Trick 17. Einfach alle wegwämsen. Das ist die Rache für damals. Das ist einfach so beschissen war, dieser Abschnitt hier. Cool. Ah, guck mal hier, da oben ist wieder so eine Tür. Die kann ich dann noch direkt öffnen gleich, wenn ich da hochkomme. Ja, ich denke mal, das dürfte klappen. Ups. Schlitterparty! Ach, das waren diese Bomben, ne? Brauche ich die oder geht das auch mit meiner Fähigkeit? Ach so, ich komme nicht ran. Ja, okay, dann brauche ich die auf jeden Fall. Wie werfe ich die nochmal? Au, die ist explodiert, scheiße. Sehr frech. Okay, versuchen wir es nochmal. Nee. Was war's denn? L, B und Y, ne? Okay. Ich hab vergessen, wie man die wirft. Scheiße. Okay. L, B und Y. Hab ich mir gemerkt. Jetzt muss ich aufpassen. Hier. Hier. Okay, weg damit. Yes. Mondpulver. Habe ich eigentlich das Feuerpulver ausgerüstet? Ja, habe ich. Könnte ich dann auch mal nutzen, aber aktuell verzichte ich nochmal drauf. Ja, aber das... Nee, ich kann es sogar mit meiner Fähigkeit nicht zerstören. Ich brauche die Bombe. Ansonsten geht's nicht. Es hat schon seinen Sinn, dass die hier sind. Na gut. Kommen wir hier weiter. A secret. Secret Passage. Okay, hier brauche ich meine Kletterkünste. Autschi. Er ist runtergefallen. Okay, ich heil mich mal. Hat so viel Schaden genommen. Das kriege ich nur mit einer Bombe auf, aber ich habe noch gar keine gesehen. Ich wette, die ist oben. Aua. Was war... Ei. Was ist denn los hier? Ja, frech. Gefroren ist scheiße. Stirb. Ja, warte mal. Bevor ich da jetzt oben weitergehe, gucke ich nochmal, was hier unten ist. Ein Speicherpunkt. Haha. Und so den ganzen Gegner wieder, aber was soll's. Ist sogar noch was. Demischattenerz. Bossfight. Alter, sieht das geil aus.
Erinnere mich so an den letzten Bossfight in Dark Souls 1. Das sah auch sehr, sehr düster aus und der Himmel pechschwarz. Nee, nope. Erstmal nicht. Ich will nochmal gucken, was hier oben halt ist, bevor wir da weitergehen. Aber ich glaube, wir müssen dahin. Aber bevor ich mich dem Bösen stelle, gucke ich nochmal, was natürlich gesagt da oben ist. Eklig. Komm schon. Ja, von beiden. Ja, genau, von allen Seiten, weißt du? Das ist einfach frech. Komm, wirft eine Scheiße. Yeah, fuck you. Das gibt's alles nicht. Guck's dir an. Was soll ich denn machen? Ich komm hoch und krieg direkt eine geschmiert. Hier. Allen ist halt nicht, ne? Fuck off, Alter. Denn die Pastillen? Hier. Ah, das brauchst du auch nicht mehr. Und die Gefahrenquelle beseitigen? Na klar. Was ist denn dieser Bereich riesig, ey? What? No. Diese komischen Messerberserker regen die mich auf. Ja, genau. Wenn er seine komische Scheiße in sich reinprügelt, kriege ich halt Eisschaden. Das will ich halt nicht. Das ist heikel. Hier da oben knibbelt er rum. Oh, das war nicht gut. Moment. So. Ah, hier. Look what we got here. Jetzt komme ich endlich hier ran. Edelweißpastillen, ja, okay, ja, maybe, vielleicht hat sich das doch irgendwo gelohnt. Ich lasse euch mal in Ruhe. Jetzt habe ich leider auf den anderen Bildschirm geguckt, das wollte ich nicht. So, einmal hier hoch. Ah, okay, ich brauche die Bombe, alles klar. Krieg ich hin. Kann er den Air-Dash machen trotz Bombe? Lieber aus dem Radius der Bombe raus. Besser ist das. Natürlich spuckt er mich an. Also geht man eine Heilung halt in die Knie, ne? Heilinjektion. Okay, dann passt's wieder. Ja, okay, jetzt muss ich hier den kompletten Weg mit der Bombe hier rüber machen. Aber das geht auch noch. Wenn das Timing passt, sollte ich das schaffen. So. Komm mit. Ich bin auch ich. Oh nein. Okay, weg. Schon gescheitert. Tja, so schnell kann's gehen, leider. So, nochmal das Ganze. Nur ich an einer Kante festhängen, weißt du. Eine Kiste! Ja, geil! Wer den Lachs? Grauer Mondcharm, Begetter Charm, bla bla bla. Kennen wir. Was gibt der mir? 8% kritische Chance und 12% kritischer Schaden.
Geil. Hat sich ja mega gelohnt. Die ganze Strapaze hier gerade. Ein Aufzug. Wo dämme ich denn hin? Hab's doch geahnt. Ich hatte irgendwie ein Gefühl. What? Oh nee, warte. Erstmal nicht. Erstmal fahren wir mit dem Aufzug hoch und gucken, wo wir landen. Ja, bei 16.000 Nykrux. Ist halt nicht gerade wenig. Will halt nicht draufgehen. Ach so, hier sind wir. Wait a second. Ah, das ist der Shortcut. Beziehungsweise wir kommen dann von unten hier hoch und können dann wieder woanders hin. Wir haben... Geil. Okay. This is awesome. Ich werde mir jetzt auch, glaube ich, das Leben schwer machen. Guck mal, das ist wiederum ein ganz anderer Bereich. Mondschattensee. So. Ist keine Boss-Area, oder was? Also, könnte trotzdem eine Boss-Area sein, aber ist ein anderes Gebiet. Ja. Okay. Das macht die ganze Sache mit den Stacheln halt nicht besonders einfach. Ja, natürlich hockt er da. Kann er mal runterkommen? I need healing. Na komm. Treffe ich ihn damit? Ja, ein bisschen. Na komm. Ach du Scheiße. Ja. Davon. Warte mal. Ich habe Heilung. Ah nein. Das wollte ich nicht. Yes. Wieder so ein Edel. Oder was auch immer das ist. Da sind 4 Kelche drauf. Das heißt, wir müssen noch 2 weitere dieser Dinger finden. Ich wette, die sind auch hier irgendwie in diesem riesigen Gebiet irgendwo verteilt. Nur in manche Areale komme ich halt nicht rein. Das liegt aber einfach auch daran, dass ich halt diesen vermaledeiten Doppelsprung oder diesen höheren Sprung oder was auch immer ich da bekomme, nicht habe. Ich komme halt in manche... Orte nicht, also ich komme da an manche Orte nicht dran. Das ist halt leider ziemlich ass. 18.235. Ich weiß nicht, wie viel Aufwertung ich für das Schwert brauche. Ich würde nämlich gerne zum Speicherpunkt zurückgehen. Sollte ich noch irgendwie 5 oder 6 brauchen, oder was weiß ich wie viel, dann, Hä? Ach so, das hatte ich nicht zerstört. Ah, okay. Das könnte ich noch machen. Ganz vergessen. Ich hatte da, glaube ich, ein Dings zerstört. Eine Kiste, da sind Seelen drin. Oh nö. Hier. Aber ich krieg die Seelen, glaube ich, erst jetzt, oder? Nee. Ja, toll, hat sich nicht gelohnt, aber dann ist es weg. So. Weg ist weg. Ja, wir sind auch gleich schon am Ende der Folge, das passt ja dann. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück, werde nochmal die 2 Gegner da unten töten. Autsch. Das war nicht so gut. So. Vielleicht reicht das ja schon. 18.675.
17.910, also sagen wir mal 18.000, ja, dann passt's ja. Waffen verbessern. So. Tada! Und jetzt skaliert sie schon auf Stärke S. 369 Schaden plus 107. Crit-Schaden 120%. Das ist einfach krank. Aber die hat wesentlich mehr Crit-Schaden, aber der Base-Schaden ist halt immer noch zu schlecht. Aber die Waffe werde ich auch nochmal bei Zeiten ein bisschen aufmöbeln. Weil dem Schattenerz habe ich 9 Stück, also das sollte schon passen. Kann sie halt leider nicht verbessern, ich habe nicht genug Nykrux, aber hierfür brauche ich jetzt 4 Mondsilbersteine und 21.870. Holy fuck. Aber jetzt ist in meinem Schwert nicht mehr zu spaßen, glaube ich. Weil man das eine Skalierung auf S hat mit Stärke. Gut, liebe Leute, aber das war's erstmal von mir und dieser Folge von The Last Faith. So, das nächste Mal sind wir dann wieder zurück im Spiel und machen dann weiterhin das Schneegebiet dann unsicher. Und wir gucken dann mal, was uns dann in diesem anderen Bereich erwartet, da wo der Speicherpunkt ist. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.